willkommen zu Biomutant. Ich hoffe, ihr findet Gefallen dran und dann starten wir auch schon direkt rein in die Folge. Das fuchst mich jetzt wieder. Ich will weiter, aber kann ich weiter? Hier geht es nur um dich. Ob du triumphierst oder scheiterst, liegt bei dir. Halt deinen Mund, ich scheitere gerade. Weil ich das Ding nicht finde. Und das stört mich. Und eigentlich müsste ich jetzt weiterlaufen, aber ihr kennt mich. Ich kann nicht einfach so gehen. Ohne dieses Teil. Was wahrscheinlich total nutzlos ist. Na, darauf muss ich direkt erstmal niesen. Verdammt. Was so ein Häkchen bei mir manchmal ausmacht. Ich kann erstmal kurz hier leveln. Ein Muskelpaket. Bin ich. Danke. Verdammt. Darauf muss ich erstmal was streicheln. So. Verdammt. Ich muss weiterziehen. Ich habe keine Wahl. Ich kann hier nicht unendlich lange sein. Ich könnte das ja tatsächlich machen. Aber nee, das liegt eigentlich alles in der falschen Richtung. Ich will mich ja in die Richtung hier vorarbeiten. Ja, definitiv. Also geht's dahin. Da. Ich versuche das jetzt die nächsten 10 Jahre lang innerlich zu verdrängen, dass ich das so zurücklasse mit diesem einen fehlenden Ding. Und reise weiter. Mit der Schande, der Schmach, es nicht komplettiert zu haben. Es ist erdrückend. Das war gerade nicht dein Magen. Ja, egal was das war. Wo ist denn das? Auf jeden Fall eine Soßengegend. Komme ich da hin? Und was ist das Rote da? Ich komme da bis hin. Wer ist denn das? Das sind Dudes. Das ist ein freundlicher Dude. Ach, da oben sind welche. Die sind mir doch aber eigentlich egal. Wer bist du? Er fleht dich an, ihm zu helfen. Der Schlamm ist erdrückend. Er geht nicht ab und ist furchtbar giftig. Kannst du einen Weg finden, den Schlamm zu entfernen, bevor es zu spät ist? Was? Bubi Zahnstunk. Oh, okay. Was ist passiert? Wie viel Zeit bleibt dir noch? Was passiert? Sagt, er sei herumgesprungen und dabei in ein Schlammloch gestürzt. Das ist schlecht. Er weiß jetzt, wie man den Schmutz abbekommen kann. Okay. Siehst du die riesige Schrubberbürste auf dem großen Schild? Das wäre der perfekte Sauberschrubbler. Okay, ich beeile mich, um dich zu retten. Dank dir und bitte dich um Eile. Okay. Aufräumaktion. Finde die Schrubberbürste.
liegt jetzt nicht gerade auf dem Weg. Das muss ich später machen. Aber das muss ich dem Spiel echt mal zugute halten. Du hast überall irgendwelche Dudes. Wow, 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 Vorsicht. Die halt auch richtige kleine Nebenmissionen haben. Auch wenn es meistens nur hol dies, hol das und sowas. Aber es hat schon... Es steckt zumindest variable, sagen wir mal, für dieses Spiel sinnvolle Missionen dahinter. Das finde ich recht positiv. Das kann nicht unbedingt jedes Spiel von sich behaupten. Nun, ich mache aber jetzt erstmal mit dem Ziel weiter, was ich hatte. Ich muss mich ja nun nicht wirklich beeilen, so wie er das sagte, sondern kann ja machen, wie ich lustig bin. Ich habe aber erstmal ein Ziel. Okay. Muckimacher. Okay. Ein Kreuzweg. Du musst eine Entscheidung treffen. Welchen Weg nimmst du? So viele Wesen sind tagsüber aktiv. Hier gibt's viel. Das wird einen Moment dauern, bis ich hier durch bin. Okay, hier ist nichts weiter. Gibt's doch 100 pro irgendwelche Gegner oder so. Ich glaube doch nicht, dass das hier alleine vor sich hin gammelt. Okay, Totem ist erledigt. Aber warte mal, ich sehe aber niemanden. Ist hier echt niemand? Das ist ungewöhnlich. Ja, bevor wir die großen Häuser machen, machen wir erstmal hier dieses Einzel für sich stehende Haus, ne? Würde ich so sagen. Und nehmen diesen Vogel mit. Habe ich ihn gekriegt? Ich glaube schon. Da haben wir schon mal die erste überragende Beute, okay. Einmal ums Haus rundrum. Und nun rein. Das ist fest verschlossen. Was? Inwiefern? Ah, ich komme mit dem Seil darüber. Okay, ich gehe wohl darüber. Okay, okay, okay. Ich muss mit dem großen Haus anfangen. Okay. Ah, hier, Telefonzelle. Dreh den Griff des Kontrollkastens, damit das Kabel summt. Natürlich. Hallo, hallo? Ist jemand dran? Hallo? Verkabelt und einsatzbereit. Okay, interessante Klamotten. Die Nacht kriecht heran. Ah, das ist mir ziemlich egal. Soll die Nacht Nacht sein. Okay, das habe ich. Das habe ich. Einmal draußen gucken wegen Mülltonnen. Okay. Hier dazwischen ist keine Mülltonne mehr. Gut. Gab's hier eine obere Etage oder sowas? Nö. Zumindest nicht direkt. Ja, vielleicht komme ich noch oben hin irgendwie. Okay, schauen wir mal, ob wir durch die Tür reinkommen. Ja. Das geht. Hallo, guten Tag. Schön, 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 schön. Noch eine Tür und überragende Beute. Nice. Hier daneben war ein offener Raum. Oh.
Wozu ist denn die Tür dann? Achso, damit man nicht reinkommt. Alles klar. Ja, macht in irgendeiner Form Sinn. Ja, das hatte ich. Okay. Dann gehen wir mal hoch. Schön. Aha. Danke. Unter der Treppe ist nichts. Okay. Jemand muss diese Plage beenden, bevor es zu spät ist. Ah, gestern gab es einen Helm zu essen. Ein bisschen warm. Schön. Ah, hier ist dann das Seil. Okay, ich möchte aber erstmal noch hier die Treppe hoch. Alles ganz hübsch. Ah, hier ist auch das andere Gerät. Okay. Okay, geht ganz gut voran. So, hier jetzt ein bisschen Sport. Erst der eine Arm, dann der andere. Aha. Gut gepumpt. Jawohl. Sieht super aus. Ja. Boah, Fitness. Puh. Das bin ich aber erledigt. Reicht wieder für ein Jahr. Nun. Noch weiter hoch geht's nicht. Okay, dann können wir mit dem Seil aufs nächste Gebäude. Das war hier, genau. Oh, da sehe ich's schon. Da sehe ich's doch schon. Komme ich da auch normal hin oder muss ich... Nee, da muss ich hinspringen. Dann wieder runter und... Das ist ja auch gemein gemacht. Aber ich kann hier rein. Ah, okay. Oh, Pillen aus dem Ofen. Na, das ist ja... Weiß nicht, ob das so gut ist. Okay, es ist immer noch besser als Pillen und Alkohol, aber... Trotzdem fraglich. Ah, da haben wir das. Wie man es auch angeht, das Leben ist ein kompliziertes Spiel. Okay. Reittier-Pipfutter. Oh, das muss irgendwo sein. Da muss ich dann mal gucken. Okay, wo komme ich denn jetzt hier raus? Ach, das ist die Hütte, okay. So. Ich hoffe, ich übersehe so nicht so leicht. Schön. Noch irgendein Laden? Nee. Da. Jawohl. Haben wir das. So, ein Bioblockbehälter und ein alte Weltgerät fehlt noch. Okay. Dann müssen wir jetzt wieder hoch und über die Kabel. Okay. Schwuppdiwupp. Whee! Toll. Nun. Schwupp. Auf der Etage ist nichts. Schwupp. Hier ist die Tür. Das geht nicht von alleine auf. Ah, deswegen alte Weltgerät. Das ist ein maschinisierter Glückskistenspender. Wow. Diese Automärkte waren in der vergangenen Zeit äußerst beliebt bei denen, die ein paar Münzen übrig hatten.
Das ist allerdings richtig. Ich als Kind hing auch noch an solchen Automaten. Und warum kann ich den nicht anwählen? Im Dunkeln vermisst man das Licht. Warum kann ich den nicht anwählen? Was ist mit den Geräten in letzter Zeit los? Über die betätige die Schalter in der richtigen Reihenfolge, um dem Strom grünes Licht zu geben und die Elektronen in der Platte zu aktivieren. Ah, lass mich raten, immer der Danebenstehende. Dachte ich mir. Gut, der Kreislauf ist elektrisiert genug, um Funken zu erzeugen. Aha. Und warum kann ich das ja nicht machen? Und ich habe angeblich alle alte Weltgeräte gemacht. Aber hier gibt's auch eine Anzeige dran. Warum kann ich... Laut Anzeige habe ich auch den Bereich gelöst. Was ist denn das? Was auch immer ich da gerade gefangen habe. Schräg. Der wird mir sogar angezeigt. Da. Da bekommt sogar ein Marker. Aber angeblich habe ich ja alles geschafft. Obwohl dem nicht so ist. Weil da noch ein alte Weltgerät ist, was ich nicht machen kann. Ich hasse sowas. Ist das auch wieder an irgendeine Quest gebunden und ich muss da was abholen? Ich würde jetzt mal von ausgehen. Was anderes würde mir da nicht einfallen. Weil dass die mal nicht gehen, das hatten wir ja schon. Aber die Anzeige hier links in der Liste, die sollte eigentlich korrekt sein. So, jetzt würde ich da hochstiefeln. Wenigstens die Quest mal da abholen. Von der jeweiligen Draußen Noko. Draußen herrscht jetzt weniger Schwärze. Von der, die das Noko. Wer oder was Noko auch immer ist. Ah. Hier komme ich auch noch durch. Ich weiß auch schon wie. Da musste ich mich leider spoilern. Oh, was ist das da? Das habe ich gar nicht gesehen. Beziehungsweise ich habe mich da aus Versehen gespoilert, wie ich da durchkomme. Hallo. Sagt, für dich gibt es... Das ist aber nett. Du hast bloß nicht Cooles. Guck dir das doch mal an. Ja, gut, dass ich den Ort niemals wiederfinden werde. Habe ich jetzt einmal zufällig gefunden und das war's dann auch schon. Ah, ein bisschen Holz, aber wirklich nur ein bisschen. Sneaken. Wo? Ja, kotze schön. Kotze, mein Freund, kotze. Der beste Schrott macht die besten Waffen. Das ist ganz richtig. Hallo, Znieger. Na, wo sind wir denn hier? Ah, der Znieken-Stall. Noko verlässt diesen Ort nie. Diese Lebendwesen gehen für sie über alles. Okay. Also für sie, also eine... Sieh dir diese Aushänge an. Zu schade, dass die Znieken sie nicht verstehen. Hier könntest du auf Noko treffen. Sie liebt einfach diese Znieken. Ja. Als es keine Energie mehr gab, schien es logisch, auf Znieken zu reiten. Eine Tradition, die bis heute besteht.
Ziegen brauchen keine Energie. Kommt auf die Ziege drauf an. Wir haben schon eine Technik-Ziege gesehen. Warum wurde nicht einfach weiter Ziegen genutzt? Genau. Treibstoffbetriebene Transportmittel verschmutzten zwar die Welt, kackten aber nicht auf die Straße. Sie hatten damals ganz offensichtlich ihre Prioritäten falsch gesetzt. Achte, wo du hintrittst, dann findest du vielleicht die Spuren eines anderen Reisenden. Folge dem Pfad, das würde ich zuerst machen, weil das ist eh in der Nähe. Ja, dass das Ding ist, es ist schön, dass die Ziegen auf die Straße kacken, aber wenn man das wegmacht, ist das alles kein Problem. Ja, ein bisschen pinkeln. Mal sehen. Ah, hübsch. Die Welt türmt sich vor dir auf. Ja. Ja, schauen wir mal hier hinter. Hier ist absolut nichts. Wow. Da ist die Tür ja richtig sinnvoll. Ich soll da runter gehen. Jetzt aber ein Stück runter. Gefunden. Sogar unter all dem Mist in diesem Ziegenstall. Kaum zu glauben, dass die Ziegen nicht alles zertrampelt haben. Ziegen sind nicht besonders schnell. Aber sie sind schneller als du, oder? Und vergiss nicht, dass sie sich für dich anstrengen, wenn du auf ihnen reitest. Ja. Du solltest weitergehen. Diese Ziegen werden nicht den Weg für dich bereiten. Ist klar. Okay. Ich kann ja rein und hier ist irgendwas. Aha. Und nun? Kann hier nicht gerufen werden. Ach, ich kann hier laufen. Sag mir das doch mal einer. Okay, das ist einfach nur ein Stall. Wozu ist hier so viel Wasser drin? Macht das Sinn? Ach du Kacke, das ist ein riesengroßer Stall. Ein neuer Tag für dich. Warum genießt du ihn nicht einfach? Weil ich gerade im Untergrund bin. Ist jetzt genießen so eine Sache mit Tag. Okay, Ziegenstall, Ort betreten, ja. Mehr gibt's ja nicht. Okay. Der Rest ist vielleicht questgebunden oder so. Naja, wir reden mal mit Noko. Nun, na, nicht hängen bleiben. Nochmal schnell umgucken. Ja, scheint es aber nicht wirklich was zu geben. Okay. Hey! Puri Kumbala Muma. Doma Letuk. Nux ist keine leichte Sprache, aber zu bewältigen. Sie sagt, sie ist froh, dich wiederzusehen. Aplitonumuta. Sie fragt sich, ob du dich an sie erinnerst. Sie heißt Noko. Als du ein Kindling warst, hat sie dich auf ihrem Mute reiten lassen. Oh, Mute. Noko erinnert sich, dass du voller Energie herumgetollt bist. Sie freut sich, dass du deinen Funken nicht verloren hast. Doch all das ist schon lange vorbei. Erinnerungen zeigen einem, wo man einst war, nicht wohin man geht. Aha, ich brauche einen Schubs in die richtige Richtung. Denkt, in dieser kaputten Welt braucht das jeder. Man kann nur hoffen, an einem guten Ort zu landen, sobald all das hier vorbei ist. Ja. Noko erinnert sich ebenfalls an diese Tage,
Doch sie suhlt sich nicht in den Erinnerungen, auch wenn es verlockend erscheint. Wie sie sieht, hast du mit Lupalupin noch eine Zniege zu rupfen. Es gibt wohl keine Möglichkeit, das noch zu vermeiden. Jedenfalls nicht für lange. Sie sagt, die Schrecken deiner jungen Tage reichen aus, um jeden zu brechen, aber nicht dich. Du hast dir deine Freude bewahrt. Noko sagt, die eigene Geschichte ist wie ein alter Pfad. Man kann so lange auf ihm gehen, bis er ausgetreten ist. Doch ab hier bahnst du dir deinen eigenen Pfad. Ja, ich will auf jeden Fall keine Rache. Rache ist schlecht. Grundlegend schlecht, egal in welcher Situation. Ich bin bereit zu vergeben. Dann bist du stärker als sie. Auch wenn es ihrem Wesen widerspricht, verlangt es sie danach, dass Lupalupin dafür bezahlt, was er ihren Sneaken angetan hat. Fragt, auf wie vielen Wegen du in dieser Welt gewandert bist und ob du dich fragst, ob es anders gelaufen wäre, wenn du andere beschritten hättest. Mit Sicherheit. So wenig Zeit, so viele Wege. Die Möglichkeiten sind überwältigend. Doch du musst dich entscheiden, sonst bleibst du an Ort und Stelle. Und was für eine Entscheidung wäre das schon? Ist so glücklich, dass die Welt weiterleben wird. All die Zniegen sterben zu sehen, hätte sie umgebracht. Gefällt es, wie du dir selbst die Sporen gegeben hast, um der Welt zu helfen. Freut sich, dass du das Licht der Myriad erkannt hast. Sie lassen jeden Tag funkeln und manchmal auch die Nacht. Ja, es könnte auch blenden. Funkeln? Sie glänzen so sehr. Der Gedanke allein bringt sie zum Lächeln. Aber genug davon. Sie ahnt, wohin der Mute verschwunden sein könnte, da es keinen Ort gibt, den er so sehr mag wie sein eigenes Eckchen in der offenen Wildnis. Sie nennt ihn die Mute-Weide. Okay. Der Mute wird jetzt deinen Geruch erkennen, da du lange genug hier warst. Er vertraut dir wahrscheinlich genug, um dir zu folgen. Okay. Du solltest den Mute hierher zurückbringen, sobald du ihn gefunden hast. Es wird eine Weile dauern, bis er sich genug beruhigt hat, um zum Weltenfresser aufzubrechen. Oha. Okay, er ist quasi, der Mute ist auch einer, den ich brauche für einen Weltenfresser. Okay. Warum sollte er mir vertrauen? Ein Mute, er erzählt mir von dem Weltenfresser. Erzähl mir mehr vom Mute. Die erhabenste Kreatur, die ihr je begegnet ist. Eine Kreatur wie aus einem Traum oder einem Märchen. Okay. Der verlorene Mute ist gar nicht mal so weit weg. Das kann ich machen. Dann kann ich das gleich mitmachen. Okay. Ja, dann, komme wieder. Attention.